Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anschluss 3, wo wir uns dem zweiten Spieltag nähern. Wir spielen gegen die absolut gleich starken Kölner, 109 zu 109 Stärkepunkte bislang, und es sind schon knapp 22.000 Karten verkauft. Da sind sicherlich die Dauerkarten schon eingerechnet. Schauen wir mal, wie viele das noch werden. Nach dem Sieg gegen den HSV, der auch noch sehr deutlich ausgefallen ist, muss ich an der Formation eigentlich gar nichts ändern, möchte ich auch nicht. Aber ich möchte mal bei unserem Kader gucken. Da laufen nämlich einige Verträge aus. Beim Vertrag zum Beispiel mit Ortega stört mich das nicht sonderlich. Eigentlich können wir Ortega auch mal auf die Transferliste setzen. Der fordert 28.966 Euro. Okay, das kann er haben. Des Weiteren die Verträge von Andrade, Heinrich, Neuhaus und hier unten Rebermar. Mit Neuhaus, der mittleres Talent hat und 21 Jahre alt ist, und mit wo ist er denn? Mit, jetzt habe ich ihn verloren, Heinrich, da ist er, gar nicht so schwer zu finden eigentlich, möchte ich auf jeden Fall verlängern, gerade weil Heinrich durchaus die Chance hat, hier Zehner linkes Mittelfeldspieler zu werden. Denn genauso stark wäre wie Arnautovic. Möchte ich auf jeden Fall verlängern. Bei Neuhaus, der ist zwar erst 7er, hätte aber durchaus die Chance, noch weiter aufgewertet zu werden. Das kann ja bis zum 25. Lebensjahr passieren. Da sehe ich auch die Chance, dass er durchaus sein maximales Potenzial, auch er hat mittleres Talent, könnte also 10er werden, noch ausnutzen kann. Fangen wir mal mit diesen beiden an diese Woche. Die verletzten Spieler habe ich bereits alle besucht. Sehr gut. In der Jugendmannschaft haben wir zwei kleine Talente, die noch keinen Vorvertrag haben. Und ein mittleres Talent, Young Chill, der neu dazugekommen ist. Und für 21.000 Euro im Jahr können wir ihm gerne schon einen Vorvertrag geben. Gut, weitere Termine diese Woche stehen nicht an. Training ist eingestellt, Abseitsfalle, sehr gut. Nächste Woche findet dann das erste Pokalspiel statt. Nun schauen wir nochmal in die Taktik. Die Abseitsfalle funktioniert mit Stärke 14 einigermaßen. Also schon relativ gut. Von 0 bis 20 geht die Skala. Das wird aber Zeit, dass wir da nochmal einen Punkt draufsetzen. Ist das mit den hohen Flanken eigentlich noch aktuell? Nun gut. Das kann man, glaube ich, so lassen, weil Rebermar ja immer noch spielt und immer noch sehr kopfballstark ist. Probieren wir es einfach so. Dann kann es losgehen. Mit Moritz Heinrich würde ich gerne den Vertrag verlängern. Genau so ist es. Was verdienen die anderen Neuner bei mir denn? Na, zwischen 230.000 und 580.000, 510.000, also um die 500.000 Euro, scheint in mein Gehaltsgefüge zu passen. Ja, 450.000. Hier stehen 450.000 auch schon voreingestellt. Wenn ich mir der Shackle 6.500, mit Shackle haben wir gerade den Vertrag verlängert für dieses Geld. Probieren wir es doch mal mit ein bisschen weniger. Ich meine, er würde sein Gehalt damit durchaus für 3- bis 4-fachen. Gerne mit 3 Jahren Vertrag. Für alle Ligen auf jeden Fall. Okay, das wird er nicht gut finden. Korrekt, das findet er gar nicht so gut. Dann legen wir mal ein bisschen mehr drauf. Nein, die Verhandlungen mit Moritz Heinrich über eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages sind damit gescheitert. Okay, das müssen wir später nochmal versuchen. Währenddessen wird Viktor Andrade Vater einer Tochter, Lucrezia, und ist glücklich. Ob ich bei dem Namen glücklich wäre, naja, lassen wir das. Vielleicht funktionieren die Verhandlungen mit dem Herrn Neuhaus besser als die eben gerade. Strandberg zum Beispiel verdient 200.000 Euro als 7er, andere 7er, Klaasen verdient deutlich weniger, andere 7er sehe ich hier gerade nicht, Rodney war mal 7er, nehme ich an, aber hier würde ich doch gerne noch 3 Jahre Vertrag abschließen. Ja genau, weniger möchte ich ihm nicht zahlen. So können wir es doch mal probieren. Das findet er auch noch nicht so richtig gut. Dann legen wir noch ein bisschen Geld drauf.
So fände ich den Vertrag doch eigentlich ganz gut. Aha, er auch. Der Vertrag mit Florian Neuhaus wurde damit um 3 Jahre verlängert. Die Vertragsveränderung finde ich immer richtig gehend schwierig, weil man keinen Anhaltspunkt hat, wie viel man eigentlich bieten müsste und was der Spieler genau möchte. Und man teilweise, ihr habt es ja gesehen, eigentlich nur 2 Verhandlungsrunden Zeit hat. Nichtsdestotrotz, jetzt die Champions League-Ergebnisse. Leicester City gegen CD Nacional 3:1. Valencia gegen Medipol Versaxe hier. Schon wieder bestimmt grauenhaft falsch ausgesprochen, aber so steht es da. Entschuldigung. 3:1 ebenfalls. Dortmund schlägt Alexandria mit 5:3. Malaga und Lokomotiv Moskau trennen sich 1:1. Bournemouth und Gent 1:2. Monaco schlägt Sassuolo mit 1:0. In Gruppe 4 schlägt Leverkusen Slovan Liberec mit 2:0 und Saint-Étienne schlägt Schachtar Donetsk mit 1:1. Genau. Manchmal nennt man das auch ein Unentschieden. Manchester United gegen Radnitsky Nice 3:2 und Hertha und Spartak, Hertha in der Champions League auch nicht schlecht, und Spartak Moskau trennen sich 3:3 unentschieden. Manchester City gegen Grasshoppers Zürich 0:1 und Sevilla gegen Galatasaray 1:2. Gladbach und Twente Enschede 1:1 und Barcelona Inter Mailand genauso 1:1 unentschieden. In Gruppe 8, der letzten Gruppe hier, trennen sich Liverpool und Hajduk Split 4:1 und Lyon unterliegt zu Hause gegen Florenz mit 0:2. Ich lasse euch einmal kurz auf die Ergebnisse zur Qualifikation der Champions League gucken und schaue, ob hier genau die deutschen Teams auch irgendwo kommen. Die deutschen Teams sind der 1. FC Köln, der Standard Lüttich mit 1:2 besiegt, also auswärts 1:2, sprich ein 2:1 Sieg für die Kölner. Ansonsten keine deutsche Mannschaft vertreten. Ihr Spieler, Jan Mauersberger, spornt seine Mannschaftskameraden heute zu immer mehr Leistung an. Auf, komm, weiter geht's! Er hat sich zu einer echten Führungsperson entwickelt. Das ist natürlich eigentlich sehr schön. Aus Nachzahlung von Mitgliedsbeiträgen erhalten sie zusätzlich einen Betrag von 15.000 Euro. Das ist auch sehr schön. Aber da Mauersberger leider nur noch Stärke 5 Spieler ist, hilft es auch nichts, dass er jetzt inzwischen eine Führungsperson ist. Nun gut, die Kölner haben sich um einen Stärkepunkt verbessert zwischenzeitlich, oder sogar um 2. Und wir sind ungefähr gleich geblieben. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwas ändern können, wollen, möchten. Sieht für mich erstmal nicht so aus. Und wie gesagt, der Elf, die den HSV mit 3:0 geschlagen hat, an der muss ich eigentlich auch nichts ändern. Der kann ich durchaus vertrauen. Ich erwarte höchste Konzentration, die sind gleichwertig. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Meine Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Sehr gut. Das Stadion ist ausverkauft und holprig. Da sind zu den knapp 30.000 oder waren es 20.000 verkauften Karten doch noch einige dazugekommen. Und dass gleich am ersten Heimspiel das Stadion ausverkauft ist, das lässt doch auf eine gewisse Euphorie der Fans schließen. Genauso euphorisch ist Sean Connery, der auf ein 1:6 tippt. Hervorragend. Auf geht's. Mit den Zuschauern im Rücken nimmt Ranocchia ja den Ball mit. Sieht, dass Horn zu weit vom Kasten steht, aber der Versuch eines Hebers geht weit über das Tor. Marot passt das Leder präzise auf die Strafraumecke zurück. Rausch schaut und spielt den Ball auf links außen. Marot nimmt den Ball mit und flankt aus vollem Lauf, aber viel zu weit. Der Ball landet auf der gegenüberliegenden Seite im Aus. Wie so oft. Zur Halbzeit 0:0. Das ist sicherlich nicht das Wunschergebnis. Deswegen werde ich die Spieler ein wenig antreiben. Keinen will ich sehen. Keinen einzigen, der sich jetzt hängen lässt. Richtig. Dominik Heinz lässt absichtlich die Hand hängen. Und da ist Stefan Aigner mit seinem 2. Saisontor. 1:0. Fernandes macht noch nicht das Spiel seines Lebens. Zum Glück haben wir mit Ganso einen würdigen Ersatz. Und meine beiden Innenverteidiger sowie mein Linksverteidiger Wittek machen ebenfalls eher grausige Spiele. Was ich mir bei einem Chancenstand von 3:0 für uns eigentlich kaum vorstellen kann. Nun gut. Da sich insbesondere Wittek nicht sonderlich verbessert, kann ich glücklicherweise Shackle auf links bringen, damit ich natürlich meinen Scorer-König der letzten Saison ausgewechselt habe, aber so ist es manchmal.
Eigner schaut, spielt den Ball direkt in den Strafraum. Bifuma knallt Heinz und erreicht den Ball mit der Fußspitze. Tor! Thierry Bifuma mit seinem ersten Saisontor macht den Deckel auf das Spiel. Cox und Ranocchi haben sich ein wenig gefangen. Dann kann ich nochmal Stürmer für Stürmer tauschen und Ribamar rausbringen. Hosina kommt. Olkowski nimmt den Ball mit, drischt ihn hart und flach in den Strafraum und der Ball segelt auf die andere Seite. Modeste nimmt den Ball mit, flankt aus vollem Lauf, aber keiner kommt heran. Der Ball landet auf dem anderen Flügel. Und wieder zurück. Olkowski passt zurück. Jojic spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Contrao. Ist das der? Ja, es dürfte der Contrao sein. Und Osako hat einen zu schwachen Schuss für Domenech. 2 zu 0 im zweiten Spiel. Wir bleiben Tabellenführer. Spieler des Spiels Stefan Aigner, der im zweiten Spiel in Folge trifft. Das Spiel insgesamt die Note 5 schwach, mit nur einer Chance für die Kölner und 4 Chancen für uns. Bin ich völlig zufrieden. Einnahmen von 1,85 Millionen Euro bin ich auch völlig mit zufrieden, auch wenn wir 250.000 Euro für Prämien wieder drauflegen. Wir bleiben weiter auf Platz 1 der Tabelle. Das ist schon eine kleine Überraschung. Und von den 40 nötigen Punkten für den Klassenerhalt haben wir schon gleich 6 gesammelt. So kann es doch weitergehen. Das freut mich. Die weiteren Ergebnisse. Werder Bremen schlägt Bayern München mit 1:0. Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund 1:1. Augsburg Leverkusen 0:1. Frankfurt Ingolstadt 1:0. Gladbach HSV 2:0. Schalke Karlsruhe 1:1. St. Pauli schlägt Hertha mit 3:0. Die hat er immerhin in der Champions League vertreten. Wolfsburg gegen Mainz 2:0. Und wie eben gesehen 1860 gegen Köln 2:0. Damit punktgleich an der Tabellenspitze 1860 und der VfL Wolfsburg. Die einzigen beiden Mannschaften noch ohne Punktverlust. Danach eine ganze Latte an Mannschaften mit 4 Punkten, also einem Sieg und einem Unentschieden, nämlich Gladbach, Leipzig, Frankfurt, Bremen, Karlsruhe. St. Pauli hatte das erste Spiel verloren und ist dann die erste Mannschaft mit nur 3 Punkten. Und die letzten drei haben allesamt noch nicht einen einzigen Punkt. Das sind Augsburg, Hertha und der HSV. Bei den Torschützen schiebt sich Stefan Aigner als Momentbild auf den ersten Platz. Unser Neuzugang Bifuma ist auch vertreten. Aigner mit 2 Toren und 2 Vorlagen und dadurch 4 Scorerpunkten auf Platz 1 der Scorer-Tabelle. Und in der 11 des Tages finden sich mit Bifuma und Aigner auch 2 60er. Ziemlich viele St. Paulianer vertreten. Kyle Norton, Robin Ziegler, Rio Miyagi und Nico Empen. Bester Besuch beim TSV 1860 München. Und das Endspiel um den Supercup in Italien gewinnt Inter Mailand mit 2:2 und 2:0 und Deportivo La Coruña mit 1:1 und 0:0. Herzlichen Glückwunsch. Gut, diese Woche weder an Peredetei noch an Ortega Interesse. Schade, gerade bei Peredetei finde ich es eigentlich ganz gut, wenn er noch gehen würde. Der würde uns durchaus noch ein wenig Geld in die Kassen spülen. Und es steht die erste DFB-Pokalrunde an. Wir spielen gegen Großbardorf, einen Amateurverein, die mit 48 Stärkepunkten und einem schon ausverkauften Stadion glänzen können. Das heißt, dass ich hier die Mannschaft ordentlich durchwirbeln werde. Ansonsten ist fürs als Training Regeneration eingestellt, was auf jeden Fall richtig ist. Wenn wir 2 Spiele machen diese Woche, am Ende der Woche spielen wir noch gegen den 1. FSV Mainz in der Bundesliga. Im Moment 17 Millionen auf der hohen Kante, das ist gut, das wird aber nicht so bleiben. Wenn ich nämlich mal in die Kalkulation schaue, sehe ich, dass noch weitere 17 Millionen Euro alleine für Spielergehälter fällig werden. Wenn das so wäre, wäre es aber ganz gut, denn dann würden wir mit einer glatten Null abschließen. Wenn wir jetzt keine weiteren Sonderausgaben oder weiteren Transfers mehr tätigen. Das würde mir ganz gut gefallen. Zumal wir von den kalkulierten Zuschauererträgen auch noch 4 Millionen Euro einnehmen sollten. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich wollte nebenbei nochmal nachgucken bei Liga und Mannschaftsübersicht. Wir sind inzwischen immerhin das siebtstärkste Team der Liga. Durch die 90er haben wir da nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass wir so auf Platz 13 oder 14 waren vor den
Neuzugängen, also während der Kalkulation. Das heißt, vielleicht schaffen wir das mit dem Klassenhalt. Das wäre doch schön. Durchschnittsalter dürfte sich auch deutlich verbessert haben. Naja, wir gehören noch immer zu den ältesten Mannschaften. Und zwar immerhin 7 Spielern unter 22, aber auch 6 Spielern über 30. Gut. Das Spiel gegen Großbadorf steht an und da tausche ich mal durch. Dragowski wird auf jeden Fall im Pokal spielen. Veska und Ganso können anfangen. Shackle kann rein. Varela kann rein. Ich kann ja durchaus aus einer... So sollte ich es nicht machen. Oskar Viana wird auf jeden Fall spielen. Unser riesiges Talent im linken Mittelfeld. Der muss viele... am besten so viele wie möglich Spiele machen diese Saison. Heinrich, meiner Meinung nach, kann auch rechtes Mittelfeld spielen, genau. Das rechte Mittelfeld haben wir aber auch Andrade. Heinrich kommt aber auf jeden Fall statt Geis mit. Stojkovic muss nicht unbedingt spielen, zumal Varela ja auch dort spielen kann. Strandberg spielt statt Ranocchia. Wir würfeln die Mannschaft also ganz schön durcheinander. Bönisch auf links. Hat auch noch 2 Jahre Vertrag, steht er eigentlich auf der Transferliste? Nein, tut er noch nicht. Ist auch mein einziger zweiter Linksverteidiger, aber Shackle könnte auch links spielen. Nein, 200.000 werde ich dir nicht zahlen. Das ist mir scheißegal, mein Geld kriege ich trotzdem. Na gut. Na gut. Ich denke, ein Spieler mit einer Erfahrung wie Bönisch und gegen die Amateure sollte auch mit Stärke 5 noch einsetzbar sein, absolut einsetzbar sein. Des Weiteren nehme ich dann mal Mauersberger mit statt Vitorini. Stojkovic. Eigentlich eher nicht. Klaassen eigentlich eher auch nicht. Gut, wann sollen die Jungs spielen, wenn nicht jetzt, ne? Genau, gar nicht. Völlig richtig. Ribamar kommt mal auf die Ersatzbank. Eigner, Klaassen. Ach, Klaassen würde ich gerne so schnell wie möglich loswerden. Und ich nehme Mölders mit als starken Elfmeterschützen und stelle von Fernandes. Okay. Auf der Ersatzbank kann Stefan Ortega statt Domenech. Und so sind wir immer noch sehr, sehr viel stärker als die Amateure. Dann geht's jetzt los in die Woche. Thierry Bifouma hat im letzten Spiel sein erstes Tor für seinen neuen Club erzielt und muss deshalb eine Runde schmeißen. Alle freuen sich, das ist gut für die Stimmung. Sehr schön, damit bleibt unsere Stimmung bombastisch, wie schon jeder Spieler auf der ganzen Welt weiß. Und die Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Das interessiert mich erstmal nicht, weil wir dieses Jahr sowieso noch nicht europäisch spielen. Weitere Neuzugänge dürften jetzt nicht spielen. Schade. Okay, bloß nicht auf Auto drücken, sonst ist alles, was ich mir für die Ersatzbank ausgedacht habe, wieder dahin. Und, oh, in Ihrer jetzigen Aufstellung stehen mehr als 3 Nicht-Europäer. Sie hätten das Spiel damit kampflos verloren. Wollen Sie trotzdem fortfahren? Nein. Ich würde sagen, Nationalität Sonstige, okay. Bei Viana weiß ich es. Bei Ganso ist Brasilianer. Veska ist Spanier, das ist gut. Dragowski ist Pole, der ist Europäer. Strandberg ist Norweger. Varela ist, da... Schauen wir doch mal, ob wir... Und Andrade ist Brasilianer. Okay. Dann kann ich Andrade oder Varela spielen lassen. Gucken wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Wen habe ich denn noch fürs rechte Mittelfeld? Klaassen ist Südafrikaner. Das wird mir auch nicht helfen. Heinrich war doch in der Lage, auch rechtes Mittelfeld zu spielen. Okay. Okay. Dann hätte ich hier 1, 2, 3 Spieler aus. Wobei, 3 Spieler. Probieren wir es? Richtig, das war der dritte. Großbadorf gegen 1860. Wir sind der. Kann ich hier nicht sagen, unterschätzt mir diesen Gegner nicht. Ja. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung. Dann klappt das. Oder können wir auch sagen.
Wir setzen die unter Druck, zur Halbzeit ist die Sache gelaufen. Probieren wir es mal. Und denkt immer daran, was man in der ersten Halbzeit nicht kocht, bleibt in der zweiten ungebraten. Meine Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Hervorragend. Der gute Herr Jacques Chirac interessiert sich für den deutschen Pokal und tippt auf ein 3:2. Für die Amateure. Wesker setzt sich gegen Gökhan durch, doch der grätscht ihm von hinten in die Beine. Schiedsrichter Bandurski schüttelt den Kopf und zeigt gelb. Direkter Freistoß von der linken Seite. Es wird schießen. Bönisch, der den Ball hoch vor das Tor tritt. Der Ball senkt sich nahe vor dem Tor. Richter klebt auf der Linie, aber der Ball ist sowieso zu weit und landet auf dem Tornetz. Zwei Torchancen von uns bereits, beide ungenutzt. Und die erste Halbzeit sieht gar nicht mal so gut aus. Bönisch spielt eher schlecht. Konnte Heinrich nicht auch Linksverteidiger spielen? Nein, aber Rechtsverteidiger, sowas. Tja, ich bin ein wenig ratlos. Ich lasse die Jungs mal einfach so weitermachen, aber werde sie antreiben. Einer für alle, einer für alle und alle für einen. Tja, das ist nicht überzeugend. Vier Chancen im Moment. Aber das reicht noch nicht. So, Bifuma, Mölders kommt. Und... Strandberg nicht gut, Bönisch nicht gut, alle anderen mäßig, aber das... Da ist das 1:0 durch Hosina in der 83. Minute. Und da wäre beinahe das 1:1 gewesen. Eieieiei. Scheckel kann auch links hinaus, dann kann ich Mauersberger als Führungsperson bringen. Viana nimmt den Ball mit, aber einer der Gegner kann einer der Gegner kann ihm den Ball abnehmen, wollte ich sagen. Das Spiel ist beendet. Es war ein ganz, ganz furchtbares Spiel, ein typisches Pokalspiel, aber und wir haben uns gerade so durch ein Tor von Hosina, der auch bester Spieler des Spiels war, durchsetzen können. Okay, Chancenverwertung war nicht so gut. Wir zahlen immerhin 26.000 Euro an Prämien, haben 12.900 Euro eingenommen, sind aber in der nächsten Runde, das ist gut. Weiter geht's. Gucken wir mal die Auslesung an. Leverkusen spielt gegen Hertha. Ein Erstligaduell. Gladbach hat Heimrecht gegen Fortuna Düsseldorf aus der zweiten Liga. Das ist ja fast ein Lokalderby. Das ist sogar ein bisschen mehr als das. Nürnberg gegen Bayern München. Ein weiteres Derby. Stuttgart 2 gegen den TSV 1860 München. Das ist natürlich ein schönes Los. Zum einen ist das auch ein räumlich gesehen nahezu schon Derby. Zum anderen ist es eine durchaus machbare und lösbare Aufgabe. Ich quäle euch jetzt nicht mit den weiteren Partien. Ihr könnt kurz draufschauen. Und dann kann es weitergehen. Pro Spieler 2000 Euro Siegprämie. 1000 Euro Siegprämie. Und wir spielen jetzt in Mainz. Hierfür will ich jetzt tatsächlich mal die Mannschaft wieder zurück aufstellen. Ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, anders aufzustellen als die Spiele zuvor. Nautovic. Wo ist denn eigentlich Eigner? Der spielt auf jeden Fall, nachdem er schon zwei Tore erzielt hat. Scheckel kann für Cox tatsächlich mal spielen. Pete Cox ist Italiener, interessant. Ja. Scheckel kann erstmal wieder spielen, auch wenn Cox im Moment etwas besser in Form ist. Strandberg hingegen wird durch Ranocchia ersetzt. Okay, und jetzt sind meine Auswechselbank doch langsam auf Färben an. Sehr gut. Ja, so kann es losgehen. Spielt der Erste gegen den 14., aber das hat am dritten Spieltag natürlich noch wenig zu sagen. Wir sind leicht stärker.
Mit dieser Taktik könnt ihr sie schlagen, aber passt auf. Ich habe mir für diesen Gegner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Spieler finden diese Ansprache unpassend. Okay. Jensen Patton tippt auf ein 3:1 für uns. Finde ich gut. Nehme ich an. Los geht's. Da wäre fast das 1 gewesen. Gelbe Karte für Rodriguez. Und das 1:0 durch Maximilian Wittek mit seinem zweiten Saisontor. Halimi läuft zum Mittelkreis, legt quer. Brosinski lässt sich viel Zeit, läuft in die Mitte. Sieht, dass Domenech so weit vom Kasten steht. Versucht es einfach einmal weit, weit über das Tor. Tietz passt quer. Halimi tanzt Geis einfach aus, sieht vorbei, bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle, spielt auf die rechte Seite hinaus. Brosinski legt erstmal quer. Ja, der Schiedsrichtermann Fernandes, junger Mann, wenn sie so weiterspielen, sind sie bald nicht mehr dabei. Woraufhin Fernandes auch erstmal ein Eigentor erzielt. Spiel? Was war da los? Statt einer gelben Karte, das da steht, gelbe Karte, steht da Eigentor. Ranocchia ja nicht besonders gut in Form. Antreiben? Ich will, dass ihr denen zeigt, was Sache ist. Ist das klar? Scheint klar zu sein. Fernandes macht seinen Fehler von eben wieder gut. 2:1. Eckball für Mainz. Mali drückt den Ball fest auf den Rasen, schlägt ihn nach innen, aber Domenech hat ihn sicher. Und Philipp Tietz mit dem 2:2. Das ist ein echter Knaller, dieses Spiel. Ranocchia wird durch Cox ersetzt. Fernandes jetzt Kapitän. Ich bringe Musina für Ribamar. Gelbe Karte für Gübermin. Da ist das 3:2 durch Muto. Ich packe die Brechstange aus. Muss mir hier jetzt mal was ausdenken. Weitere Stürmer habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Aber hier hilft es auch nichts, jetzt noch irgendwas zu wechseln. Ich könnte Fernandes rausnehmen. Und... eigentlich nicht. Ganze bringen eigentlich nicht. Eigentlich kann es genauso bleiben. Wie viele Nicht-Europäer habe ich denn im Moment aufgestellt? Eigentlich gar nicht so viele. Ich könnte zum Beispiel... Nautovic ist nicht besonders überragend. Eigner nach links ziehen, Fernandes nach rechts und dann kann ich Ganso ins offensive Mittelfeld bringen. Machen wir es so. Ja, das hilft leider auch nichts mehr. Wir verlieren am dritten Spieltag das erste Mal in einem wirklich guten Spiel, auch wenn die Spielbewertung nur eine 3 ist. Mit 2:3 auswärts gegen den ersten FSV Mainz 05. Nicht ganz unverdient, der Gastgeber hatte mehr Chancen, 8:6. Wittek trotzdem Spieler des Spiels. Wir fallen auf den zweiten Platz zurück, sind aber immer noch weit entfernt von den Abstiegsplätzen. Und die anderen Ergebnisse. Bayer 04 Leverkusen schlägt den FC Schalke 04 mit 2:1. Karlsruhe schlägt Leipzig mit 1:0. Entschuldigung. Augsburg schlägt Eintracht Frankfurt 2:1. Dortmund schlägt Hertha nicht. Wie komme ich immer beim 1:1 darauf, dass das eine Team das andere schlägt? Das ist ein Unentschieden. Die Bayern schlagen zurück und schlagen die Borussia aus Mönchengladbach mit 3:0. Mainz gegen 1860 haben wir gerade gesehen, 3:2. Der Hamburger SV entscheidet das Hamburger Stadtderby gegen den FC St. Pauli mit 2:0 für sich. Und Ingolstadt-Wolfsburg 1:0 sowie Köln-Werder Bremen 1:1. Bei den Torschützen haben wir jetzt Fernandes und Wittek mit jeweils 2 Toren. Den Scorern ist Eigner weiterhin vorne. Fernandes schafft es auch in die Elf des Tages. Das ist aber auch alles. Hier rechts eine ganze Bayern-Achse. Bester Besuch beim Hamburger SV. Keiner unserer Spieler im Angebot. Oder in der Nachfrage, besser gesagt. Im Angebot sind da einige. Und das nächste Spiel findet statt gegen die punktgleichen Leverkusener. Jetzt würde ich Shackle mal wieder rausnehmen und Cox einsetzen.
Waren unsere Spieler alle irgendwie nicht besonders motiviert? Warum auch immer. Gucken wir mal. Auch wie sich der Vorverkauf weiterentwickelt. Erstmal die Champions League. Leicester City schlägt Basaksehir hier mit 2:0 und Nacional schlägt Valencia mit 2:0. In Gruppe 2 schlägt Dortmund Lokomotive Moskau mit 3:1, der zweite Sieg im zweiten Spiel, und Alexandria gegen Malaga 0:1. In Gruppe 3 trennen sich Sassuolo und Bournemouth 0:2 und Gent und Monaco 0:3. In Gruppe 4 Schachtar Donetsk und Leverkusen 1:3 und Slovan Liberec und AS Saint-Étienne mit 0:1. In Gruppe 5 Spartak Moskau gegen Manchester United 2:3 und Radnitsky Nice gegen Hertha BSC 2:1. In Gruppe 6 Galatasaray Manchester City 2:3 und Zürich gegen Sevilla 0:0. Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach 1:3, Twente Entische gegen FC Barcelona 2:1. Etwas überraschend. Gruppe 8, Florenz und Liverpool 0:0 und Hajduk Split gegen Olympique Lyon 3:3. Der einzige Vertreter in der Qualifikation zur Champions League, der erste FC Köln, kommt mit einem 2:2 im Rückspiel gegen Standard Lüttich weiter. An deutschen Vereinen vertreten sind Red Bull Leipzig, die auf Odense BK treffen, sowie, ich suche noch die Kölner, die kommen sicherlich dazu, Schalke 04 gegen Cork City, Mainz gegen Lech Posen und der erste FC Köln gegen PSV Eindhoven, fast ein Nachbarschaftsduell. Gut, jetzt warten die Leverkusener, die jetzt nochmal deutlich zugelegt haben und eine ganze Ecke besser zu sein scheinen als wir. Außer im Tor. Dort haben sie zwar mit Herzinger einen sehr talentierten Torhüter, aber der Mann ist auch erst 19 Jahre alt und nur in Anführungszeichen Stärke 6. Nun gut. Wisst ihr was? Schießt aus allen Lagen gegen diesen Torhüter. Probiert's einfach mal. Wie viel stärker sind die? 11 starke Punkte? Wenn jeder bis zum Umfallen rennt, dann gewinnen wir. Also heute brauche ich Männer! Keine Typen, die durch Rumrotzen und feiges Sackhalten beim Freistoß auffallen! Genau so ist es. Die Spieler fragen sich, was diese Ansprache sollte. Ich frage mich, was der Tipp von Sebastian Vettel soll. Stimmt doch gar nicht, dass wir verlieren. Den Platz habe ich immer noch nicht gepflegt. Der Platzzustand ist holprig und es kommen immerhin 55.000 Zuschauer. Hakan Karaktanolo trifft zum 1:0, das missfällt mir. Memedi wird von Wittek nicht gestoppt, auch vom nächsten Mitspieler nicht. Marschiert in den Strafraum, spielt zur Torauslinie, abseits. Aber der Linienrichter lässt die Fahne unten. Karaktanolo kann eine Ecke herausholen. Cox köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Wir sind noch ohne Torchance. Dafür sind die Leverkusener wieder am Zug. Durch die Mitte kann durchkommen. Das ist gut. Hier klappt so einiges nicht. Richtig schlecht ist niemand. Richtig gut ist eigentlich fast nur Ranocchia. Ich werde mal etwas herumnölen. Gefehlt hätte auch das zweite Gegentor. Vielen Dank, da ist es ja. Jetzt fehlt es nicht mehr. Wir sind deutlich unterlegen. Da ist das 0:3. Jetzt kann man es auch nicht mehr verstecken im Ergebnis. Ribamar geht, Rosina kommt. Geis, Arnautovic, Aigner, da kann ich alle rausnehmen. Es trifft auf jeden Fall nicht den Falschen, also fange ich bei Geis an. Ach. Schade, Arnautovic. Ich sag, schießt aus jeder Position. Du hast freie Schussbahn. Was tust du nicht? Schießen! Warum auch? Hernandez auf rechts. Ganso kann kommen. Auf geht's. Hier ändert sich nichts mehr. Wir verlieren zum zweiten Mal in Folge. Mikel Balenciaga ist Spieler des Spiels.
Nach seinem Tor zum 3:0. Wir hatten 0 Torchancen. Der Gegner hatte 3 Torchancen. Von diesen 3 Torchancen waren 3 Tore im Ball. Genau, 3 Bälle im Tor. Und dementsprechend verlieren wir auch 0:3. So einfach ist Fußball. Wir fallen zurück auf den 7. Platz. Und die anderen Ergebnisse: Gladbach schlägt Frankfurt 4:2, 1860 gegen Leverkusen 0:3, St. Pauli Köln 2:2, Wolfsburg aus Augsburg 1:1, Schalke gegen den HSV 0:2, die Hamburger kommen jetzt langsam weiter nach oben, Borussia Dortmund gegen den ersten FSV Mainz 0:0, Werder Bremen gegen Ingolstadt 2:3, genauso Hertha gegen Karlsruhe und Leipzig gegen Bayern München 0:2. Erster ist jetzt der Karlsruher SC. Ebenfalls Neuaufsteiger. Letzter ist Hertha BSC. Im Torschützen tut sich aus unserer Sicht logischerweise nichts, genauso wie bei den Scorern. In der 11 des Tages steht niemand von uns, warum auch. Dafür hatten wir den besten Besuch des Spieltags. Am Montag wird über Perdedei verhandelt. Und ob das klappt oder nicht, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut!